einer Situation, wo wir immer mehr Erneuerbare in den Markt stromseitig reinbringen. Das Thema Sektorkopplung eine stärkere Rolle spielt, macht es meines Erachtens auch Sinn, darüber nachzudenken, ob wir nicht das ein oder andere an Umlagen stromseitig schauen, dass wir runterkommen. Aber gleichzeitig dann auch schauen, wie können wir auf der fossilen Seite Effizienzanreize auch schaffen, wie können wir die Sektorkopplung auch befördern. Und das heißt für mich, dass wir darüber nachdenken sollten, das Thema Stromsteuer zu reduzieren, auch das Thema privilegierte Unternehmen, was in der EEG drin ist, die 1,5 Cent, die rauszunehmen, bis hin zu dem Anfangsrucksack. Die alte Welt finanziert die neue Welt mit, sprich wir legen das um über eine CO2-Besteuerung der fossilen Energieträger. Was dann natürlich bedeutet, die fossilen Energieträger werden teurer, allerdings in einem aus meiner Sicht wirklich akzeptablen Rahmen. Wir bleiben da damit noch unterhalb dessen, was wir an Preisen schon beim Thema Öl, Gas, Benzin schon gesehen haben. Etwa 12, 13 Cent zum Beispiel beim Benzin würde es teurer werden, wenn wir hingehen würden und die Tonne CO2 mit 50 Euro die Tonne als Grundlage nehmen würden. Aber die Frage ist natürlich, wie bekomme ich das Ganze so gesetzt, dass auch in einem Sektor, in dem die Fossilen, in einer Situation, wo beispielsweise Kohle relativ günstig am Markt ist, wo Öl und Gas billiger sind, als wir das schon gesehen haben vor 3, 4 Jahren, wie bekomme ich auch in diesem Sektor die Energiewende vorangebracht? Und ich glaube, da ist es notwendig, dass wir uns Gedanken machen über eine Rahmensetzung, die sagt, wir sollten schauen, die erneuerbaren Energien stromseitig in den Wärmesektor und in den Verkehrssektor reinzubringen. Aber dafür brauche ich nun mal diese Entlastung.